Servus zusammen, ich möchte euch heute zeigen, wie man in Lightroom die verschiedenen Freistellungs-, Überlagerungsansichten einstellen bzw. umschalten kann. Und dann möchte ich euch noch zeigen, wie man diese Linien ausblendet, wenn man sie nicht braucht, und darüber hinaus. Für alle Einsteiger und Einsteigerinnen in Lightroom zeige ich euch dann noch, wie ihr euch in Lightroom eine Vorgabe anlegen könnt, damit ihr in Zukunft bei der Bildbearbeitung effizienter und schneller arbeiten könnt und mehr Freude an euren Bildern habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dran bleibt. Also, lassen wir uns gar nicht lange aufhalten, steigen wir in Lightroom ein. Ihr seht jetzt hier, Lightroom habe ich bereits geöffnet und ich habe hier ein Bild von meinem letzten Fotoshooting an der Eist im Müllviertel aufgemacht. Und wenn ihr jetzt hier oben auf das Freistellungswerkzeug geht, dann bekommt ihr von Lightroom standardmäßig diese Drittelteilung angeboten. Wie man diese umschaltet, ist auf zwei Arten möglich. Ihr könnt hier oben in die Menüleiste gehen und dann über Freistellungsüberlagerung die verschiedenen Ansichtsmodis durchschalten. Eleganter und auch wesentlich schneller geht es mit der Taste O. Also ihr seid in der Freistellungsüberlagerung, so, und geht dann einfach auf eure Tastatur, drückt die Taste O und könnt euch durch die verschiedenen Ansichten, durch die verschiedenen Überlagerungen durchschalten, je nachdem, was euch halt am besten gefällt. Am Ende drückt ihr dann wieder fertig und euer Bild ist wieder freigestellt. So, eine Spezialfrage hier ist meistens oder oft, gerade bei Landschaftsaufnahmen, jetzt nicht unbedingt bei dieser hier, aber wenn man den Horizont optisch gut ausrichten möchte, dann kann es durchaus sein, dass ich diese Linien, die hier im Bild sind, wenn ich eben dann so versuche, hier gerade zu richten, seht ihr, was Lightroom macht. Lightroom stellt dann hier ein sehr engmaschiges Gitternetz oder ein engmaschigeres Gitternetz zur Verfügung. Und das möchte ich vielleicht nicht haben. Und dafür gibt es eine Tastenkombination, mit der man das Ganze relativ einfach ausblendet. Und diese Tastenkombination ist Command-Shift-H. Jetzt könnt ihr das Bild genauso drehen, wie ihr wollt. Und wenn ihr eben sagt, so bin ich zufrieden, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, klickt ihr auf Fertig, Command-Shift-H. Und die Linien sind wieder da. Also Command-Shift-H, die Linien eingeblendet, Command-Shift-H, die Linien ausgeblendet. Also, wichtig hier beim Freistellungsüberlagerungswerkzeug. Merkt euch die Taste O zum Durchschalten der einzelnen Überlagerungsmodis und die Tastenkombination Command, Shift und H, Steuerung, Shift und H bei Windows-PCs. Das war's mit den Überlagerungstipps von mir und jetzt möchte ich euch noch kurz zeigen, wie ihr, und das ist vor allem für Anfänger vielleicht ganz interessant, wie ihr euch in Lightroom eine eigene kleine Vorgabe anlegt, um in Zukunft eine Vorgabe zu haben, die ihr auf eure Bilder standardmäßig drüber legt und dann nur mehr den Bildern den Feinschliff geben möchtet. Erspart natürlich jede Menge Zeit, jede Menge Arbeit und ihr könnt euch dann bei der Bearbeitung eurer Bilder individuell wirklich auf das konzentrieren, was für das Bild wichtig ist. Wir steigen wieder in Lightroom. So, jetzt habe ich hier noch dieses schräge Bild hier offen. Das lasse ich jetzt auch. Ich nehme jetzt ein anderes Bild. Gut, also ich habe jetzt hier dieses Bild ausgewählt und das ist auch schon fertig bearbeitet. Ich setze es mal zurück. Das heißt, die Original-RAW-Datei sieht so aus. Und jetzt möchte ich hier eine Standardbearbeitung drauflegen, die für jedes Bild dann eine gewisse Gültigkeit haben kann. Das heißt, was habe ich dabei zu berücksichtigen? Ich darf eigentlich in der Bearbeitung von den Vorgaben her nur jene Regler und Schieber und Elemente in Lightroom bedienen, die unabhängig sind vom Bildaufbau, von der Belichtung und im Wesentlichen auch von der Bildgestaltung. Und daher
zeige ich euch jetzt einfach, welche Regler ich dann bei mir als Standard definiert habe und ein gewisser Standard dann bei mir zur Anwendung kommt, der eigentlich in jedem Bild fast identisch ist. Also, wir sind jetzt hier wieder in Lightroom. Ihr seht eben dieses Bild, das ist meine Rohdatei. Und was ich bei jedem Bild mache, ist, ich gehe mit den Lichtern meistens ein bisschen runter. Ziehe die Tiefen ein bisschen hoch. Wo ich jetzt schon hier den ersten Regler habe, der problematisch ist, ist der Weißregler. Denn der Weißpunkt hier in diesem Bild ist natürlich ganz anders wie vermutlich in einem anderen Bild. Das heißt, den Weißregler und den Schwarzregler lasse ich jetzt hier mal so weit unberührt. Denn der Weißpunkt und der Schwarzpunkt ist natürlich vom individuellen Foto abhängig. Was ich dann noch mache, ist, ich erhöhe meistens den Kontrast ein bisschen. Und weil ich weiß, dass ich sehr oft meine Bilder etwas unterbelichte, gehe ich mit der Belichtung ganz leicht hoch. Das hängt aber vor allem davon ab, wie ihr fotografiert. Ich weiß bei meinen Bildern, dass ich immer auf die Lichter oder gerade bei der Landschaftsfotografie auf die Lichter belichte und somit meine Bilder meist ein bisschen unterbelichtet sind, denn unterbelichtete Bilder oder leicht unterbelichtete Bilder lassen sich leichter retten als überbelichtete Bilder. Also Weißpunkt, Schwarzpunkt lasse ich soweit stehen, den Klarheitregler erhöhe ich ein bisschen, so plus 10, plus 12, das ist Geschmackssache. Das sind jetzt hier mal so in diesen Grundeinstellungen, sind das eben hier meine Standardeinstellungen. Was ich natürlich bei einem solchen Bild nicht mache, sind Gradationskurven, die Farbregler, Teilton. Wo ich wieder reingehe, ist in die Details. Ich lege über jedes Bild eine gewisse Grundschärfe drüber, nicht zu viel. Ja, so ein Wert um 50, Radius ein bisschen erhöhen. Das lasse ich soweit, aber eine Schärfung soll auf jeden Fall auf jedes Bild draufkommen. Und dann gehe ich noch in die Objektivkorrekturen, klicke die chromatischen Aberrationen an und lege noch eine ganz leichte Vignette drauf. Das mache ich eigentlich bei jedem Bild. Kann sein, dass ich es bei weitwinkeligen Bildern dann herausnehme. Das sind jetzt mal hier soweit diese Einstellungen. Was ich bei so Vorgaben, wenn ich mir die mache, nicht mache, ist, ich wende keine Filter oder dergleichen an. Denn ganz egal, wohin ich die Filter auch positioniere, sie werden mit Sicherheit im nächsten Bild nicht mehr passen. So, jetzt habe ich also diese Grundeinstellung gemacht und jetzt gehen wir hier rüber links und da gibt es den Reiter Vorgaben. Den kann man aufmachen, da sieht man dann eben die aktuellen Vorgaben, die Lightroom zur Verfügung stellt. Mit denen kann man auch sehr gut arbeiten. Ich habe aber für mich so eine Standardvorgabe definiert. Und hier seht ihr dieses Plus-Symbol. Da drückt ihr drauf, Vorgabe erstellen. Und dann nenne ich das einfach mal Test, ganz egal. Und ich habe schon eine Gruppe, wo ich meine eigenen Vorgaben drinnen habe. Das ist einfach mein Name. Und jetzt ist wichtig, dass ihr euch anseht, was ihr in dieser Vorgabe abgespeichert haben wollt. Das findet ihr eben hier in diesem Menü, wo ihr eben die einzelnen Punkte anklicken könnt. Den Weißabgleich, den lasse ich mal, den brauche ich nicht, den habe ich auch nicht angepasst. Die Grundeinstellungen hier möchte ich natürlich, dass alle übernommen werden. Ich könnte jetzt die Weiß- und die Schwarzbeschneidung rausnehmen, stört mich aber nicht, ich habe sie ohnehin nicht eingestellt. Die Gradationskurven sind mir egal, Klarheitregler ist mir wichtig. Dunst entfernen würde ich auch drinnen lassen, denn kann ja durchaus sein, dass ihr vom Geschmack her sagt, ja, ein bisschen Dunst entfernen lege ich eigentlich bei allen Bildern drauf, mache ich es auch hier. Schärfen, habe ich gesagt, haben wir gemacht, lasse ich drin. Farbe, Sättigung, Dynamik, Farbkorrekturen, stört mich nicht, wenn es drin ist. Teiltonung brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Die Objektivkorrekturen, hier wird es wieder interessant, hier haben wir die chromatischen Aberrationen. Hier, in diesem Bereich. Die klicke ich wieder an, das heißt, die soll einmal hier in die Vorgabe übernehmen. Transformieren nicht, Effekte lasse ich schon, denn da habe ich eine leichte Vignette reingegeben. Und dann sage ich erstellen und jetzt seht ihr hier links unten in meinem Unterordner Ralf Ponkenhofer, seht ihr eben die Vorgabe Test. So, und wenn ich jetzt das Bild nehme und zurücksetze und gehe jetzt hier rein und drücke auf Test, dann übernimmt er mir automatisch die Vorgaben und jetzt kann ich natürlich noch hergehen und in den einzelnen Reitern
meine Einstellungen so wählen, wie sie eben für das Foto passen oder auch nicht. Das ist ja wie bekanntlich Geschmackssache. Gut, ja, das war's schon wieder für heute mit diesem kleinen Lightroom-Quick-Tutorial. Natürlich im Wesentlichen für Anfänger, aber vielleicht war ja für den ein oder anderen Fortgeschrittenen auch etwas dabei, was er verwenden kann. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, das würde mich sehr gern. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, dann höchstwahrscheinlich wieder outdoor. Ich freue mich auf euch. Ciao.